auf der CeBIT zeigt die Telekom eine ganze Reihe von einfachen Sicherheitslösungen. Denn, das muss man wirklich sagen, im Cyberspace ist die Hölle los. Bis 6 Millionen Mal täglich werden Sensoren attackiert, die die Telekom als digitale Lockfallen betreibt. Das heißt, 4 bis 6 Millionen Mal versuchen potenzielle Angreifer, Schwachstellen zu attackieren. Herr Röttgermann, welche Trends kann man erkennen beim Thema Cyberattacke? Ganz klar, Erpressung. Kunden bekommen wirklich nicht mehr Erpresserschreiben wie früher, ausgeschnitten aus Zeitungsbuchstaben, sondern sie bekommen ein Erpresserschreiben per E-Mail, wo sie zu einer Zahlung von Bitcoins aufgerufen werden. Ansonsten werden zum Beispiel ihre Daten verschlüsselt und nicht mehr freigegeben, der sogenannte Kryptolocker. In einem anderen Bereich, wo es schon sehr, sehr lange Erpresserschreiben gibt und wo es auch um wesentlich größere Beträge gibt, also 50 oder 100 Bitcoins, das sind DDoS-Attacken. Was ist denn das besonders fiese an diesen DDoS-Attacken? Da wird der komplette Anschluss des Kunden mit Internetverkehr geflutet. Also es wird Hacker erzeugt Verkehr, der nicht mehr in die Anschlussbandbreite des Kunden passt und führt damit zu einer Überlast. Und diese Überlast führt dann zum Beispiel zum Ausfall seines Webshops oder seiner Internetpräsenz generell. Und in dem Moment kann er natürlich keinen Umsatz machen und hat einen enormen Imageverlust. Wie schützen Sie denn Telekom-Kunden vor genau solchen Cyberattacken? Wir als Deutsche Telekom haben eine entsprechende Lösung im Netz implementiert. Die fungiert im Prinzip wie eine Art Waschmaschine. Wir leiten den Verkehr dorthin um, mitigieren das, so nennt man das in der Fachsprache, also waschen den Verkehr, trennen den guten von dem schlechten und leiten nur noch den guten Verkehr zum Kunden weiter. Mit neuen Produkten will die Telekom einen Schutzschirm aufspannen, um Privatkunden, aber auch Geschäftskunden vor Cyberattacken zu schützen. Das Credo dabei, Sicherheit muss einfach sein, denn nur so wird sie tatsächlich auch genutzt und kann auch helfen. Erleben Sie die Welt der Digitalisierung vom 14. bis 18. März auf dem Stand der Deutschen Telekom in Halle 4, Stand C38.